Urdhva Sarvangasana ist der Schulterstand mit gestreckten Beinen. Lege dich auf den Rücken und hebe die Beine hoch. Das ist Urdhva Sarvangasana, die Schulterstand-Grundstellung. Der Grund, weshalb es Urdhva Sarvangasana gibt, ist, es gibt ja auch Padma Sarvangasana, das heißt, du kreuzt deine Beine zum Lotus, oder es gibt auch Urdhva Samyukta, Pada Sarvangasana, wo du die Fußsohlen zusammengibst und die Knie nach außen. Und es gibt so viele Variationen vom Schulterstand. Und so, wenn du jetzt die Beine nach oben ausgestreckt hast, dann ist es einfach Urdhva Sarvangasana.